Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22 im LS22 Bildet-Projekt, meine lieben Freunde, in der 5. Folge heute im Livestream. Ja, der Heinze, danke für den Resub im 48. Monat. Sehr, sehr lieb, Dankeschön. So, jetzt sind wir schon bei Hype Train Level 3 angekommen. Vielen, vielen lieben Dank, Leute. Sehr, sehr lieb. Danke für eure Unterstützung. Ich habe auf jeden Fall schon mal wieder 2 Euro auf meinem Tisch hier stehen, an Monsterpfand. Aber ich habe da hinten noch meine Pfandtonne. Ja, davon finanziere ich mir meinen Jamaika-Urlaub. Jamaika! Das geht über eure Vorstellungskraft. Jamaika hat eine Bobmannschaft. Komme ich denn jetzt auch ein 4-Jahres-Abzeichen? Ich glaube schon. Oder? Ja. Ach ja, sollte es da nicht schon losgehen? Was meinst du damit, Angus? Ach, mein Urlaub. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Dass ich auf was reagiere? Also jetzt bin ich raus. Was meint ihr? Habe ich kein 4-Jahres-Abzeichen? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Um ehrlich zu sein. Warte, ich mache mal ganz kurz Lipstick, Alter. Ich dachte, wir machen nur 4 und ich kann danach in Ruhe machen. Mach mal eben Lipstick, ne? Echt jetzt? Scheiße. Dann werde ich mir was einfallen lassen. Hey, ist Keule noch da? Keule, bist du noch da? Entschuldigung.
Ja, echt. Wie abgehoben der Kerl ist. Klasse, dann machen wir ja morgen auch wieder eine Folge mehr oder zwei oder drei. Alles wegen Manuel. Nee, 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 nee. Auf jeden Fall, Egon, auf jeden Fall. D-Abo, tschüss, danke, dass du da warst. D-Abo, D-Bu, D-Dibu. Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal, Digga. Marc, Buddy, gute Nacht. Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Das geht über eure Vorstellungskraft. Jamaika hat eine Bobmannschaft. Ich glaube, ich ziehe mir heute Abend schön Project X rein. Habe ich irgendwie Bock zu, das zu gucken? Was passiert jetzt da? Nein! Nein! Stopp! 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 Nein! Nein! Hallo! Hallo! Sag mal! Stopp! Ja, ich stoppe doch. Oh! Was machst du denn jetzt da? Warum siehst du denn hier Kartoffeln an? Weil das wohl so gesagt worden ist. Da müssen erst die Steine gesammelt werden. Da Bei muss uns gemulcht steht werden. ganz klar Kartoffeln ansehen nach Ja, tiefen Lockern. dann, stopp, 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 stopp. Ich gehe schnell. Schick mir mal den Kowalski. Schick mir mal den Kowalski. Soll ich mal Ja, anrufen, bitte? mache ich. Danke. So, Kamera geht wieder an, meine lieben Freunde. Und weiter geht es hier im Geschehen. Hallo? Ja, Herr Kowalski, Sie hätten ein was zu meckern, wurde mir gesagt. Ich habe was zu meckern, wurde gesagt. Das stimmt doch gar nicht. Ja, so wurde es zu mir gesagt, Heidhaus. Was haben Sie denn? Da werden Kartoffeln gerade angesät. Da liegen aber überall noch Steine drauf und ist noch nicht gemulcht, noch gar nichts und gedüngt ist auch noch nicht.
Ja, das haben sie uns nicht in Auftrag gegeben, Herr Althaus. Ja, Entschuldigung, ich bin echt. Ich sag ja nicht, dass ich das nicht gemacht habe oder so. Ich meckere auch nicht rum oder so. Ich bin es halt nur gewohnt, dass der Finn immer so ein bisschen mit mir mitdenkt. Deswegen will ich immer ihn haben. Das ist jetzt natürlich meine Schuld. Gerade auf Weiterbildung aktuell, damit ist er ja, noch besser. Ist ja meine Schuld. Ich war noch nicht fertig. Okay. Entschuldigung, Althaus. Ist ja meine Schuld. Alles cool, aber können Sie bitte vorher vielleicht erst die Steine sammeln und alles. Und düngen und ja, dann will ich das beim Ansehen. Entschuldigung. Dann möchte ich gerne beim Ansehen mit dabei sein, damit ich direkt hinterherwalzen kann und so. Ich weiß ja nicht, wie weit ist unser Kollege jetzt mit Kartoffeln ansehen? Ah, er hat, glaube ich, nur eine Bahn oder anderthalb irgendwas gemacht, glaube ich. Also sollen wir erstmal noch Steine sammeln, quasi. Ja, pass 71. auf. Wir gehen das mal eben ordentlich durch. Ja. Ja. Also. Jetzt ist ja geflüchtet worden und so. Jetzt würde ich ganz gerne eben einmal gerne die Steine gesammelt haben. Mhm. Dann würde ich gerne einmal mulchen lassen. Darf ich Steine sammeln? Ja, geht das nicht? Also, Herr Althaus, wenn Sie das wollen, dann mulchen wir nach Steine sammeln. Ja, warum denn nicht? Aber ich wüsste jetzt nicht, was das für einen Unterschied macht, ob wir mulchen oder ob wir es lassen. Wieso? Also sie könnten mit so einer hier Kreisecke hier, mit so einer kleinen, weißt du, die so diese runden Dinger hat, die sich so drehen, das könnten sie machen, aber mulchen, aber wenn sie wollen, tun wir mulchen. Ja, ne, dann machen wir das, was sie meinen, was besser wäre. Ist doch alles cool. Kreisecke. Ja. Dann düngen. Ja. 71. Düngen. Ja, dann. Würde ich ganz gerne, bevor angesehen wird, dass mir eben Bescheid gesagt wird, dass ich dann anwalze diesmal. Nach dem Ansehen. Ja, ja. Ja, gut, ich sag mal so. Bis wir da ein bisschen ein paar Meter gemacht haben, na? Ja, eher klar. Dass sie voll hinterherfahren können, das dauert ja auch 5 Minuten. Weil sie haben ja eine wesentlich größere Arbeitsbreite als wir. Das stimmt. Wenn man mir dann eben Bescheid sagt, so ich habe jetzt... Wir fangen jetzt an oder sowas. Ja. Dass sie einfach nur so im Hintergedanken haben, ja, das kann man. Pass auf, wir machen... Machen Sie mal eine Kreiselecke weg. Wir machen Steine sammeln, düngen und dann ansehen. Und dann komme ich mit der Dingen hinterher und danach direkt mit dem... Striegel hinterher, damit da kein Unkraut wächst. Gut, da tun wir direkt düngen und da hinterher dann nachher ansehen, striegeln. Ja, genau. Das, wenn ich dann. Ja, genau. Ja, das wenn ich dann, wenn ich dann walze, dass er dann, wenn er den Vorlauf hatte, dass ich dann ansehe und dann hinter mir dann direkt gestriegelt werden kann, so weißt du. Okay. Ich muss einmal fragen, weil Sie haben ja noch einen Auftrag offen. Wiese mähen, die gepflügt wurde das letzte Mal. Habe ich jetzt selber gemacht. Finn weiß Bescheid. Ja, ja. Habe ich jetzt selber gemacht. Es wurde also mir gesagt, dass... Kann ich das rausnehmen? Ja, das können Sie rausnehmen. Okay. Es wurde mir gesagt, dass Finn eigentlich heute wieder da ist. Ja, der Lehrgang hat sich leider ein bisschen verzögert. Der dürfte aber morgen dann wieder da sein. Ja, okay. Also das geht dann alles über seinen Gang. Ja. Gut. Aber das Walzen bei Kartoffeln gibt mir doch die 2%, oder? Ja, natürlich. Ja, ja, dann will ich walzen. Das sieht halt dann zwar nicht so schön aus, ne? Ist mir scheißegal, wie es aussieht. Hauptsache, ich kriege da guten Ertrag aus dir. Ja, um Gottes Willen, alles gut. Ja. Ich wollte es dir bloß sagen, also das sieht dann halt nicht aus wie eine Kartoffelfurche, ne? Ist mir egal. Gut, nee, dann machen wir das so. Ich will den höchstmöglichen Ertrag, du. Ich will nachher hier die schönsten Pommes aus dem ganzen Staat haben. Ja. Nee, kriegen wir hin. Alles klar, das ist gut. Nett. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, im Real Life tut man natürlich nicht Kartoffeln anwalzen, das ist mir klar. Aber wir sind ja hier und ich muss das Geld haben. Ich muss ja noch ein bisschen viel bauen. Deswegen würde ich ganz gerne anwalzen, um diese 2% mitzunehmen, wisst ihr?
An der Fläche sind 2% eine Menge. Das ist, glaube ich, das zweitgrößte Feld auf der Map, oder? Soweit ich mich nicht täusche. Und also 2% und Kartoffeln, das gibt gut Geld. Das sollte ich schon mitnehmen, die 2%. Finde ich zumindest. Und das Anwalzen kostet mich ja nichts. Ich habe ja eine große Walze da. Ja, ich brauche das Geld. Ich mache das Walzen einfach. Ist mir egal, ob man das im Real Life macht oder nicht macht. Bin eh kein Hardcore-Simulator-Let's Play, deswegen von daher. Will das Geld haben. Ja, gut, das kann ich mir gut vorstellen, dass bei der Ansaat da eine gute Rechnung auf mich zukommt. Aber ich glaube, die kriege ich auch wieder rein, deswegen. Harald und Kuma-Reihe? Ja, sagt mir was. Sagt mir was. Handballpanzer, gute Idee. Handballpanzer schreibt gerade für die YouTuber Rinus, kriegst noch Rabatt wegen den Unfall. Einfach mit anmerken. Genau, das mache ich auch. So langsam ist jetzt bei mir aber auch die Luft raus. Boah. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Da kommt der jetzt mit um die Ecke, Alter. Wie kann man denn sowas vergessen? Da kriegt der gleich erstmal eine schöne Ansage gedrückt, der junge Mann, du. Aber eine richtige Ansage, du. Ach ja. Die mal mit ihren Urlaub fahren, ey. In 6 Jahren, seitdem ich mit Tino zusammenarbeite, ne, musste man wegen mir kein einziges Mal vorproduzieren. Kein einziges Mal.
Die Filmreihe ist super, Kifferkomödie. Dann ziehe ich sie mir rein. So, aber meine lieben Freunde, damit sind wir hoffentlich jetzt am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.